Auf so einer Messe wie der Fakuma gibt es viele Innovationen zu sehen. Ich habe mich heute entschieden, mich mal zum Thema Ultraschallschweißen schlau zu machen und habe mich verabredet mit Alexander Lasic von der Firma Telsonic. Das Thema Ultraschallschweißen, Herr Lasic, ist kein neues, aber eines der innovativsten in der Kunststoffbranche, oder? Genau, so ist es. Wir adressieren an der diesjährigen Fakuma zwei Trendthemen. Zum einen in Anwendungen in Industrie 4.0 und zum anderen Dünnwandtechnik im Automobilbau. Und warum Sie dazu ein Tablet brauchen, das erklären Sie mir im Standesinneren. Genau. Gehen wir hin. So, und wir stehen jetzt an einem Ihrer Geräte. Das ist eine typische Schweißpresse aus dem Hause Telsonic. Aber das Besondere ist nicht das Gerät selber, sondern in diesem Fall die Steuerung. Sie ermöglichen es in Zukunft Ihren Kunden, das Gerät ja, von beliebiger Stelle aus zu bedienen, oder? Genau. Unsere neue Steuerungssoftware Telsoflex ermöglicht es, Netzwerkanbindungen der Ultraschallschweißpresse in das Netzwerk der Firma zu integrieren. Und das geht nicht nur in einem Werk, wo verschiedene Geräte miteinander verknüpft werden, sondern Sie können das weltweit. Genau, das ist möglich. Und dann kann der Vorgesetzte zum Beispiel auf die jeweilige Presse zugreifen, dort den aktuellen Status prüfen und auch, wenn nötig, die Parameter einstellen. Solche Geräte, solche modernen Geräte werden immer komplexer. Da ist Intelligenz drin, da ist sehr viel Elektronik drin. Das ist für die Maschinenführer schon fast nicht mehr zu handeln. Es sei denn, sie bekommen es leicht gemacht durch eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, die intelligent gelöst ist. Das haben Sie im gleichen Zug gleich mit renoviert, oder? Telsoflex ist mit dem Kunden entwickelt worden. Deswegen haben wir auch besonders darauf Acht gegeben, dass die Effizienz im Vordergrund steht. Die Bedienbarkeit ist optimiert und ähnelt sehr stark an unserer alten Software. Und so ist es eigentlich ein Klacks, dass man mit der neuen Software zu Schlag kommt. Und damit verhindern Sie Fehler, Sie machen es dem Bediener leicht, das Gerät richtig zu bedienen und damit die Qualität nach oben zu bringen. Genau so ist es. Wie gesagt, Effizienz steht im Vordergrund. Und ich habe gesehen, auf Ihrem Messestand hier auf der Fakuma haben Sie noch ein anderes Schätzchen mitgebracht, das mich sehr interessiert. Da gehen wir jetzt mal hin. Gerne. So, und bevor wir an der nächsten Station ankommen, interessiert mich natürlich, wo setzt man derzeit in der Kunststoffbranche Ultraschallschweißen idealerweise ein? Ja, Ultraschallschweißen ist sehr breit aufgestellt. Es wird in der Medizinalindustrie verwendet, Automobilindustrie, Verpackungsindustrie und, und. Wissen Sie, Kunststoffe können auf unterschiedliche Arten zusammen verbunden werden. Man kann sie kleben, man kann sie verschrauben, man kann sie verklipsen. Wenn es aber um die Qualität und die Sicherheit geht, dann ist Ultraschall genau das richtige Verfahren. Zum Beispiel an solch einem Automotive-Teil, das ist ein Stoßfänger im Frontbereich. Hier sieht man schon an diesem Aufbau, dass Sie mit Ihrer Technologie auch hier zugange sind. Wo genau? Genau, hier geht es um das Schweißen des Sensorhalters an einem Dünnwandstoßfänger. Und das Besondere hier ist das Verfahren. Wir haben hier nämlich ein torsionales Ultraschallschweißverfahren. Das torsionale Ultraschallschweißverfahren fügt weniger Energie in das Werkstück ein. Das heißt, selbst wenn die Teile immer dünner werden, und das ist der Trend in der Automobilindustrie, um Gewicht zu sparen, können Sie jetzt hier schweißen, ohne dass Sie durchbrennen sozusagen, oder? Genau das ist es. Also diese Sensorhalter werden auf bereits lackierte Stoßfänger draufgeschweißt, die eine Wandstärke von ungefähr 2,5 mm haben. Sensationell. Das bedeutet, ein fertiges Teil kann trotzdem noch geschweißt werden. Das war früher ohne diese Technologie nie möglich. Wie kommt das bei Ihren Kunden in der Automobilindustrie an? Ich muss Ihnen sagen, das kommt sehr gut an. Magna zum Beispiel hat aufgrund dieser Technologie bereits zwei Innovations-Awards für Prozessentwicklungen erhalten. Sehr spannend. Das heißt also, Ihr Unternehmen ist das einzige auf der Welt, das diese Technologie derzeit anbietet. Genau. Wir von Telsonic bieten als einzige das torsionale Ultraschallschweißverfahren an. Sehr spannend. Vielen Dank für diese Einblicke in die Welt des Ultraschallschweißens. Gerne. Ich habe da noch was für Sie. Hui. Als kleines Dankeschön, dass Sie uns an der Fakuma besucht haben. Sensationell. Vielen Dank, Herr Lasic. Wer hat's erfunden?